Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu Europa Universalis 4. Und wenn ihr die letzte Folge schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir bei diesem Event eine neue Siedlung in Semanivar stehen geblieben sind. Es geht die Frage zu entscheiden, oder steht die Frage im Raum, ob wir die neue Siedlung vernachlässigen oder und sie damit verlassen, oder ob wir einen Grundsteuerpunkt in der Provinz gewinnen, was natürlich extrem hilfreich wäre, da wir hier schon bereits 2 Punkte haben und einen dritten bekommen würden. Das ist ziemlich wertvoll am Anfang für diese sich ausbildende Kolonie. Jetzt ist das Problem, dass wir schon gesagt hatten, unser Herrscher hat einerseits die grausame Eigenschaft und andererseits ist aber auch gut beraten von einem, unter anderem von einem Berater, der hier die Steuereinnahmen verbessert. Also mehr Menschen bedeutet mehr Steuern, würde dieser Berater ihm natürlich auch jetzt in der Situation versuchen, argumentativ von zu überzeugen. Andererseits als grausamer Herrscher wird er die Siedlung vielleicht auch im Stich lassen wollen und das widerspricht sich etwas. Dementsprechend möchte ich das Ganze auswürfeln, habe mir hier auch schon meine Würfel herausgeholt. Wir brauchen allerdings nur einen ganz normalen, mit dem wir jetzt erstmal gucken, was gewürfelt wird. Also Zahlen 1 bis 3, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, bedeutet, dass wir die erste Option nehmen, Siedlung wird im Stich gelassen, dann setzt sich quasi die Eigenschaft grausam eher durch in der Entscheidung. Das ist jetzt quasi wie so eine Launenentscheidung. Und 4 bis 6 heißt, dass wir einen Grundsteuerpunkt gewinnen. So. Das wird jetzt spannend. Ah, eine 4. Okay, damit sind wir knapp auf dem zweiten Bereich gelandet. Das heißt, wir bekommen eine Grundsteuer. Sehr schön. Er hat sich also doch noch von Garcia überreden lassen, dass es eine gute Idee ist, hier diese 2 Siedlungen entstehen zu lassen in der Provinz Semanivar. 3 Grundsteuer in so einer neuen Kolonie, das ist schon ziemlich mächtig. Das ist echt, echt gut. Sehr gut. So. Und dann hätten wir das schon mal erledigt. Ich habe meine Würfel jetzt auch hier liegen. Das heißt, wir könnten dann demnächst auch Henau als Besitz beansprucht. Eieiei. Warum können wir die eigentlich nicht zusammenziehen? Flottentransportmission? Ach so. Die befinden sich noch in der Flottentransportmission, oder was? Oder wie? Da drüben. Ja, da sind noch 2000 Mann. Die kommen jetzt noch. Dann können wir das erst zusammenlegen. Alles klar. Okay. Nun denn. So. 14,05 Kriegsreparationen. Die bringen uns natürlich einiges hier an extra Geld. Und die eingelagerten Festungen, die eingemotteten, natürlich auch. Kardinalminister. Einer der Kardinäle in Spanien erwies sich als geschickter Verwalter und steht dem König bereits mit gutem Rat zur Seite. Ihn zu diesem Zeitpunkt als Minister in unsere Regierung zu ernennen, wäre lediglich eine Formalität. Ach ja, das kennen wir schon. Nichtsdestotrotz jedoch eine wichtige Formalität, da er noch viel mächtiger werden kann. Ein Kardinal in unseren Diensten zu haben, würde uns sicherlich Glaubwürdigkeit beim Papst verschaffen und das Gefühl stärken, dass Spanien in allererster Linie ein katholisches Land ist. Das würde bedeuten, dass der Klerus Einfluss um 5 Prozentpunkte gewinnt. Oder braucht Juan der Vierte den Rat nicht, um Spanien zu regieren? Wir erhalten also einen Modifikator, Kardinal in der Administration, Stabilitätskosten, Missionarstärke, Toleranz wahrer Glaube und Heretiker, Papsteinfluss 0,5. Jetzt ist natürlich die Sache, also in der Herkunft sind wir natürlich ein erzkatholisches Land, das sich als als Vorreiter und Vorstreiter sozusagen des Katholizismus sieht. Und gerade in Zeiten der Reformation hier gilt das natürlich umso mehr. Von daher würde ich sagen, dass wir das auf jeden Fall machen. Juan IV. Ist gut beraten, er ist zwar grausam, das hat jetzt aber hier nichts direkt mit der Bevölkerung zu tun. Und auch wenn er maßlos ist, das hat auch nichts damit zu tun. Ich würde sagen, so arrogant ist Juan IV. Nicht, dass er sagt, ich brauche seinen Rat nicht. Im Gegenteil, seine anderen Ratgeber überzeugen ihn sozusagen davon, dass das eine gute Idee ist. Und damit bekommen wir, glaube ich, auch ja einerseits erstmal noch mehr Papsteinfluss pro Runde, pro Jahr. Das ist wirklich krank, 13,5. So, wir sind bei 20% gemeinsam mit dem Kirchenstaat. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben demnächst dann nochmal die Möglichkeit, hier eventuell den Merkantilismus zum Beispiel zu erhöhen. Also es ist ganz gut. Die vielen Kardinäle, haben wir dadurch eigentlich einen mehr?
Lorena, Flandes, Palermo, Madrid, Messina, Salamanca, überall Kardinäle hier. Das ist wirklich ganz schön krank. Ja, und leider können wir aber hier die reformierten Provinzen nach wie vor durch diesen blöden Eifer-Modifikator nicht konvertieren. Wir können es aber bald, und zwar wenn der abläuft, am Juli 1545, in knapp einem, etwas mehr als einem halben Jahr können wir das machen. Das heißt, ich würde sagen, wir werden hier auch mal die Geschwindigkeit noch erhöhen. Das ist tatsächlich sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. So, Böhmen verweigert Dänemark Zugang. Also Böhmen und Dänemark sind jetzt auch verfeindet. Das heißt, Böhmen wäre auch ein guter Kandidat für ein Bündnis. Allerdings haben wir momentan auch wirklich unsere Bündnisse ausgereizt. Staatsehe mit Österreich und Bündnis, Staatsehebündnis mit Polen. Und mit Neapel Herrschaft über Juniorpartner. Jetzt musste man natürlich langsam überlegen, mal Neapel zu integrieren. Wir haben schon 200, oh, sehr schön. 200 Punkte. Und wir könnten sie allmählich integrieren. Das Ganze würde sehr lange dauern. Wie viele Jahre sind das? Das sind 18 Jahre. Das ist sehr lang. 4,0 pro Monat aufgrund von basisgleicher Religion und diplomatischer Reputation. Aber ich denke, das sollten wir jetzt wirklich tun. Es ist an der Zeit, dass wir Neapel endlich hier ins Spanische Reich integrieren, damit wir hier auch noch einen weiteren Verbündeten uns holen können. Gerade im Kampf gegen die Osmanen wären die Böhmen auch unglaublich wichtig. Österreich, Böhmen, Polen. Deswegen möchte ich auch nicht gegen Österreich vorgehen hier in Holland. Denn was bringt mir das, wenn ich Österreich gegen mich aufbringe als Kaiser, wenn die hier einer der Vorreiter der Verteidigung gegen die Osmanen sind? Das wäre wirklich kontraproduktiv. So, Neapel allerdings wollen wir integrieren und starten direkt damit. So. Verbraucht natürlich 4 Punkte jeden Monat, um Himmels Willen. Okay. Das ist echt viel. Militärzugang von Venedig aufgekündigt. Das ist nicht so schlimm. Ja, da müssen wir jetzt auch irgendwie da durch. Obwohl wir auch hier schon wieder hinterherhinken. Das ist natürlich echt ärgerlich, dass wir jetzt hier in der Technologie wirklich ganz schön zurückhinken. Aber nun gut. Ja, wir kriegen hier wahrscheinlich auch nicht mehr die spanischen Tertios. Das dauert hier alles viel zu lange mit der geringen Machtproduktion. Prachtproduktion meine ich. Mit dem Prachtzuwachs sollte man ja viel mehr sagen. Aber nun gut. Daran können wir aktuell auch wenig ändern. So, was haben wir hier? Ja. Oh, wir könnten schon anfangen. In Antwerpia ist das sogar jetzt schon abgeschlossen, das Ding. Dann können wir natürlich den Missionar entsenden. Auf jeden Fall ist das hier eine sehr, sehr gute Idee. Das werden wir dann nämlich auch mal machen, dass wir die Provinz wieder zurückbekommen zum katholischen Glauben. Und auch Breda ließe sich jetzt erobern, allerdings kostet das wirklich zu viel. Da müssen wir warten, bis die anderen beiden Provinzen erobert wurden. So, Akt zu geheimen Versammlungen. Okay. Das heißt, sie versuchen sich ja auch zu wappnen gegen reformatorische Tätigkeiten, was ja grundsätzlich sehr gut ist. Clem Chen versucht hier wieder irgendwas zu piratisieren, wenn wir hier eigentlich Piraten jagen. Also mehr können wir an der Stelle dann auch nicht machen, glaube ich. ...1,9 immerhin hierhin. Ja, Portugal hat 24 und sie haben dort mehr Handelsmacht. Na gut. Okay. So, die Festung hier bleibt schön instand gehalten, weil wir natürlich gegenüber Marokko hier stark bleiben wollen. Auf Dauer werden wir auf jeden Fall noch gegen Marokko vorgehen müssen. Die sind uns eh schon feindlich gesonnen. Wir haben allerdings momentan, glaube ich, auch noch gar keinen Kriegsgrund. Es wäre vielleicht... Ja, wir können... Wir brauchen auf jeden Fall langfristig, denke ich mal, nicht unbedingt Dänemark mehr als Rivalen. Und auch nicht Frankreich, dafür das Osmanische Reich.
Ja, aktuell gibt es aber nur die Option, Großbritannien oder Österreich auszuwählen. Das ist natürlich beides. Ach, die könnten wir aber ändern. Okay. Nur Dänemark nicht, weil die kürzlich hinzugefügt wurden. Okay. Nur Großbritannien und Österreich könnten wir hinzufügen als Rivalen. Österreich auf gar keinen Fall, denn wir müssen ja das Osmanische Reich noch irgendwie mit denen eindämmen. Und Großbritannien sehe ich aktuell ehrlich gesagt auch nicht als meinen direkten Rivalen hier. Klar, die haben noch diese eine wichtige Provinz, die wir noch benötigen eigentlich, weil es baskische Kultur hat. Aber sie sind ja noch nicht mal gestartet hier mit Kolonialismusbemühungen. Also von daher denke ich mal, dass wir da genügend Vorsprung haben, um das wirklich ja, sein lassen zu können letztlich. Gegenspionage gegen Frankreich finde ich wiederum sehr sinnvoll. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier mal einmal in die Geheimdienstaktion rein. Rebellen unterstützen, Anspruch fingieren. Hat keine benachbarte Provinz, das heißt, das macht auch gar keinen Sinn, dagegen zu spionieren. Den holen wir uns mal zurück. Und dann senden wir ihn mal zur Spionage hier nach Marokko, dass wir hier auf ein paar Ansprüche kommen, würde ich sagen. Das macht deutlich mehr Sinn für mich. Aktuell. So, die Welt hat beschlossen, Polens Großmachtanspruch nicht mehr zu unterstützen. Verdammt, Polen ist raus. Frankreich immer noch auf Platz 8, aber Polen... Ach, Polen-Litauen hat sich gegründet, sind auf Platz 2. Oh, sie haben sich zusammengeschlossen und wir haben sie als Verbündeten. Zusammen mit Österreich gegen das Osmanische Reich. Das ist schon mal eine Hausnummer hier. Die werden natürlich auch mit Moskau Stress kriegen, aber als gemeinsames Land sind sie natürlich jetzt unglaublich stark. Rivalisieren das Osmanische Reich, Moskau und ja, Dänemark, genau. Aber das ist doch schon ganz gut. Das gefällt mir, dass unser Verbündeter dort auch entsprechend machtvoll geworden ist, auf jeden Fall. Sehr schön. So, bald können wir auch Gante hier reformieren, beziehungsweise missionieren, sollte ich sagen. Ein Ruf zu den Waffen. Österreich fordert eure Unterstützung im Krieg gegen Mailand an. Österreich greift also Mailand hier direkt an. Mailand selbst hat eine Allianz mit einem unserer Rivalen, nämlich mit Staatsehe mit Frankreich wahrscheinlich, ne, oder? Bündnis mit Frankreich, genau. Ja, das ist okay, da können wir auf jeden Fall zustimmen. Frage ist, ob wir dort direkt involviert sein wollen. Wir sollten auf jeden Fall hier die Festung dann aktivieren hier im Süden. Und könnten uns natürlich auch kriegerisch beteiligen. Ein stärkeres Österreich hier unten im Süden, das macht eigentlich Sinn. Protestantische Fanatiker hier mitten im Kirchenstaat, das ist auch echt eine Beleidigung. Unfassbar, der halbe Kirchenstaat ist schon reformiert. Der Papst hat überhaupt nichts mehr zu sagen hier, das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar, oder? Das ist doch nicht mehr normal, liebe Leute. Also ich würde sagen, der Papst kann wirklich nichts mehr. So, Portugal hat Tunesien als Rivalen bestimmt. So, Polen-Litauen wurde gebildet, ja. Die Personalunion hat es wirklich gemacht. Jetzt ist es eine echte Union. Das wird echt mächtig werden hier im Osten. Na gut, aber wir sollten jetzt wirklich gucken, wie wir helfen können. Ich würde sagen, helfen, das tun wir. Und holen erstmal eine Transportflotte ran und versuchen dann hier von Westen ins Land zu kommen. Vielleicht bekommen wir mit der Schweiz sogar, sind wir gemeinsam im Krieg? Ja, tatsächlich. Kriegen wir denn dann Durchmarschrechte hier? Dann müssen wir mal gerade hier die Gegenspionage leider beenden. Und uns hier Durchmarschrechte holen. Und dann auch ein bisschen weniger Geschwindigkeit machen. Denn mit der Schweiz ein Durchmarschrecht, das wäre doch
Zugangsaktion. Schweiz hat keine Häfen, ist mir klar, aber was ist das denn hier? Denselben Lehnsherrn habt? Hä? Ihr benötigt keine bestimmten Zugangsrechte, wenn ihr... Haben wir etwa schon Zugangsrecht von der Schweiz? Offensichtlich, ja. Hat bedingt militärischen Zugang durch Osmanisches Reich, bla bla. Gewährt aus Friesland, Memmingen, Spanien, Genua. Militärischen Zugang. Ach so, weil wir automatisch... Ach, weil wir im Krieg miteinander sind, ich Depp. Oh Gott. Nein, wir brauchen ja gar keinen extra separaten Zugang. Ich bin ja auch dumm. Da war ich jetzt gerade ein bisschen Brain AFK. Sorry. So, ich würde sagen, wir... Ah, okay, der schickt aber wieder beide Flotten dahin. Das will ich nicht. Wir wollen mit Asturias hier reisen. Vielleicht holen wir uns einfach... Wie viel sind denn das? 27.000. Das ist natürlich echt viel. 7 haben wir hier, 18 da sind eh nur 25. Vielleicht lassen wir auch einfach 2000 Mann zu Hause, würde ich sagen. Wählen dann die Einheit aus und verschicken die mit unserer kompletten Transportflotte. Legen wir die einmal zusammen an der Stelle. Das macht doch Sinn. Und transportieren die dann hier in den Kirchenstaat, der nicht im Krieg beteiligt ist, aber uns vielleicht Zugangsrechte gewährt hat. Wie sieht denn das aus? Gewährt Durchmarschrecht. Nein, aber den könnten wir ja fragen, ob sie uns das gewähren, weil das wäre äußerst, äußerst sinnvoll. Wie sieht es denn hier aus mit Luca? Auch die haben uns nichts gewährt. Ja, oder wir fangen hier direkt mit Genua in Luca an. Dass wir die danach fragen. Wir kriegen von beiden auf jeden Fall Zugang. Freundlich, Meinung. Ja, das ist... Ich würde auch sagen, wir fragen mal nach Militärzugang. Bekommen den. Haben jetzt natürlich zu viele diplomatische Beziehungen. Ja. Nur noch 2 Punkte. Das ist echt wenig. Aber momentan muss das so sein. So, wir können Ganta auch noch hier... konvertieren zum wahren Glauben. Auch das werden wir tun. Wir haben ja genügend Missionare. Wir haben sogar noch einen dritten hier übrig. Kein Problem. So, und dann werden wir entsprechend bald vorgehen. Okay, dann würde ich auch vorschlagen... haben die hier... Ach, die haben hier Provinzen, die ans Meer angrenzen, aber nur eine einzige... Dann würde ich sagen, macht es ja tatsächlich Sinn. Wo ist denn hier unsere Galeerenflotte hier? Ihre Mission einmal bitte abzubrechen und hier oben hinzugehen. Und entsprechend hier für eine volle Blockade zu sorgen von Verona. Das ist ziemlich das Einzige, was wir hier machen können. Da die ganzen Forts alle inländisch sind. Oh, aber hier schon Mauern durchbrochen, 0% von der Schweiz. Das ist natürlich gut. Aber wir versuchen denen trotzdem hier zu helfen. Alles klar. Okay, so, die beiden sind unterwegs. 16,6 können wir uns jetzt gerade eh nicht leisten. Aber wir kriegen die reformierten Provinzen wieder zum katholischen Glauben bekehrt. Das freut mich sehr. So, Granada, Navarra da, das kann bleiben, das ist alles okay. So, die 5 Schiffe kommen gleich irgendwann noch hier hin. 7 Schiffe, Entschuldigung, die sind da oben. Und dann können wir die Armee losschicken endlich. Kirchenstaat hat die Schweiz als Rivalen bestimmt. Eieiei, der Kirchenstaat, der ist ja jetzt richtig aktiv hier. Portugal, Pfalz und Schweiz als Rivalen. Wett? Okay. Also der Kirchenstaat ist wirklich völlig verzweifelt. Die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was sie tun. Das ist ja wirklich 94%, die können wir trotzdem benutzen. Denke ich mir. So, wir ordnen das jetzt der Flotte zu. Haben wir ja entsprechend gemacht. Genau. Damit können wir hier Truppen nach Genua. Ach ja, wir haben jetzt keinen Marinezugriff, aber das soll uns jetzt an der Stelle egal sein. Wir sehen ja, hier sind wir sowieso schon total überlegen.
das wird nicht lange dauern, dieser Krieg. Vor allen Dingen, weil Mailand, glaube ich, auch völlig alleine in diesen Krieg reingegangen ist. Das ist natürlich jetzt eine Win-Win-Situation für jeden. Oh, Dänemark hat die Gegenreformation angenommen. Eieiei, das ist wiederum eine gute Nachricht, auch wenn es unser Rivale ist. Ein weiteres Land gegen die reformatorischen Kräfte ist auf jeden Fall sinnvoll. Für uns sehr vorteilhaft. Das ist keine schlechte Geschichte hier, liebe Leute. So, die Rebellen sind quasi nicht relevant, außer vielleicht hier in der neuen Provinz Retel. So, Antwerpia wurde zum alleinigen Glauben konvertiert. Hahaha. So, nehmt das, ihr Reformatoren. Jetzt fangen sie natürlich mit Brabante wieder an. Kann man das nicht irgendwie verhindern hier? Das ist ja total nervig. Eine Provinz nach der anderen wird hier kostspielig. So, plus 4,10. Basis 5. Kann ich aber auch nicht unterbinden, ne? Ich kann nur gegen Breda hier vorgehen. Na toll. Naja, immerhin, wir kämpfen hier an. Mehr können wir aktuell auch nicht machen. Können immer wieder neue Provinzen gegen Geld konvertieren. Wir haben zum Glück aber auch das Geld durch unsere Einnahmen. Das ist ganz gut. So, Transport bitte hier nach Genua. Und dann können wir gleich schon hier die Armeen hier eventuell abfangen. Im Anschluss. Auch wenn wir hier ein paar Verluste haben hinnehmen müssen. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, mit der kleineren Armee hier reinzugehen. Die ja voll gedrillt ist. Aber okay. Lassen wir es, wie es ist. So, die marschieren nach Cuneo. Wenn wir sie hier abfangen, das wäre schon ganz gut. Wir ziehen also mal nach Albenga. Und sehen sie nicht mehr. What? Wo sind die hin? Ah, hier. Ziehen jetzt nach Forcalquier. Na, Überquerungsmalus minus 1. Und, oh, Bergemalus minus 2 sind minus 3 Malus gegen einen Vierer Nahkampf, Fernkampftypen. Nee, wisst ihr was? Das machen wir nicht. Kriegen wir die hier abgefangen? Nein, kriegen wir nicht. Der kommt auch noch rein. Das ist mir zu heftig. Wir könnten aber mal nach Nizza schon marschieren. Ist denn hier... Hat denn der Kirchenstadt den Durchmarschrechte gewährt, den Säcken? Was ist denn hier Mailand? Nö, Kriegsgrund der Eroberung. Mailand erhält bedingten Zugang, okay. Ach, weil er Neapel Zugang gewährt, müssen sie auch automatisch... Ah, okay, das funktioniert also in beide Richtungen. Na gut. Sei es drum. So, die versuchen sich hier neu zu... aufzustellen. So, bekommen wir... Ah, das sind auch wieder Hügel, das heißt, da bekämen wir minus 1, aber nur minus 1 Angriff-Malus. Das würde ich riskieren, die beiden sind nach... Ah, auch nach Forcalquier unterwegs, das sieht man so schlecht hier. Ah, 9000 gegen 25.000 bei minus 1. Ah, wir haben eigentlich den besseren General, 5112. Das würde ich riskieren, wesentlich eher als das hier. So, es kommt zum Kampf gegen, ja, fast 9000 Mann. Aber wir gewinnen dort ziemlich eindeutig. Auch wenn der Gegner nicht schlecht würfelt, aber das kann er nicht überstehen. Sehr schön. Bei moderaten Verlusten den Feind schon mal besiegt gehabt. Dann machen wir dasselbe hier nochmal gegen die 1000 Mann, die hier stehen. Das müsste jetzt auch in den Bergen möglich sein, sie hier entsprechend zu besiegen. Okay, und wir haben endlich mal eine Eigenschaft bekommen für Osning. Er ist ein Waffenmeister und bekommt Kampfstärke für die Infanterie plus 10%. Das ist ziemlich mächtig. Das kann man sehr, sehr gut benutzen. Damit sind wir jetzt wirklich ein kämpfender General geworden. Und ich würde sagen, wir ziehen hier auch direkt mal in Richtung
der 3000 mailändischen Truppen, die sich hier aufgestellt haben. Okay. Trotz der Verlustraten hier, ich denke, bei der Rekrutenreserve können wir uns das schon irgendwo leisten. So, Gante ist demnächst auch konvertiert, zurückkonvertiert sozusagen. Und König Frederik ist jetzt in Dänemark am Start. 4-2-2. Ja, für uns mit der 2 Militärfähigkeit geht es eigentlich. Könnten wir den hier angreifen? Nein. Hier könnten wir wieder angreifen. Boah, mit minus 3 Malus, oder was? Ne, wir kommen eher an, oder wie? 15. Februar, 14. Nee. Kriegen wir nicht jetzt hier einen dreifachen Malus oder so? Ach, sie trauen sich's eh nicht. Na gut, dann eben hier in Novara. Die Truppen werden nach und nach besiegt. Können wir das hier erobern? Das hier war eine Burgprovinz, die schon erobert wurde. Ja, dann können wir ja hier schon mal Belagerung abspalten. Und mit den anderen Truppen erstmal ein befreundetes Gebiet wieder ziehen, glaube ich. Denn da brauchen wir jetzt nicht mehr viel unterstützen. Der Gegner ist sowieso schon 10.000-fach geschlagen. Wir sehen es auch hier, 68% bereits. Brescia müssen wir kontrollieren. Das ist hier oben. Dass da Mantua aber gefallen ist, wird das bald auch der Fall sein. Und dann hat sich das mit dem Kriegsziel auch erledigt. So, unrechtmäßige Forderungen. Utrecht akzeptierte die Forderung von Kaiser Österreich. Von Gelre, okay. Von Geldern. Okay. Wurden sie also zu gezwungen, das zu akzeptieren. Na gut. So, Novara wurde von uns besetzt. Dann können wir hier weiterziehen. Novara auch besetzt, sehr schön. Dem Gegner bleibt hier nichts übrig. Der hat noch 2000 Mann hier stehen, aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch egal. Kein Unterschied. Was ist hier oben los für eine Aufstandsarmee? Das sind savoyardische Nationalisten. Das interessiert uns wenig. Eher gesagt nichts. So, Heretiker von Gante wurden konvertiert. Das freut den Papst natürlich. Wir könnten unsere Legitimität nochmal erhöhen. Heiligen Krieg brauchen wir gerade nicht. Päpstlichen Legat für diplomatische Reputation. Das würde, glaube ich, ein bisschen unseren Verlust von der Integration von Neapel negieren, ne? Ja, oder Merkantilismus. Aber ich glaube, der päpstliche Legat, das wäre momentan einfach das Beste. Machen wir das mal. Ein päpstlicher Gesandter hier. Das kann uns quasi nur gut tun. Hä? Jetzt haben wir minus 5? Hä? Müssten wir nicht jetzt einen mehr haben statt einen weniger? Was ist das denn für ein komischer Effekt? Okay, und ja, natürlich versucht Mailand hier Spanien zu erobern. Ach Leute, das ist doch echt völliger Murks. Ihr habt sowas von verloren. Und jetzt darf ich meine ganzen Truppen wieder wegschicken für euch Hansels hier. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich unfassbar. Auch, dass die hier oben nicht mal das erobert kriegen, ey. Das ist ja... Ah, zu wenig Truppen. Unfassbar. So, Ende des religiösen Chaos ist zu einer Einheit geworden. Okay. Goldenes Zeitalter von Polen-Litauen ausgerufen. Perfekt. Das heißt, sie sind jetzt unfassbar stark. Oder sehr, sehr stark geworden. Na gut. So. Wir werden ihnen hier begegnen, liebe Leute. Und dann werden wir sie platt machen. Das lassen wir uns nicht gefallen hier. Dass die hier einfach um die Ecke schnarchen. 13 Monate. 9% haben wir aktuell. Aber 16, oh, das ist echt teuer. Allerdings für ein Jahr könnten wir uns das wirklich leisten, hier 4 zu verlieren. Na los, konvertieren wir auch noch Breda. Es muss sein. Und wir kriegen ja auch Bonus beim Papst dadurch. Das ist ja sehr praktisch. Und haben ja immerhin ein klein wenig hier wieder den Katholizismus gefördert, dass die Reformatoren sich ja nicht unendlich ausbreiten. So, wir ziehen zusammen nach Tarragona. Die hauen schon wieder ab hier. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ihr euch verpieselt. Das macht auch mal ganz schnell. So, wir holen uns das erstmal wieder.
Genau, die ziehen nach Tarragona, das passt. Ja, Brescia wurde erobert, damit sind hier bald 100% erreicht. Also da können tatsächlich hier Memmingen kämpft gegen Mailand. Okay, also da hat Österreich wirklich sich jetzt eine gute Ausgangsposition gegenüber Norditalien verschafft. Auch wenn die hier mit 6000 Mann irgendwas versuchen zu erobern, das schaffen sie noch nicht mal. Ja. Damit können wir auf jeden Fall leben. So. Garnison 540 Mann schon wieder. Das ist natürlich ärgerlich, dass sie genau da ihre überhaupt hingezogen sind. Echt eine Frechheit. Also das kann ich mir so nicht gefallen lassen. So, Okelia wird wieder abgewatscht. Das ist auch kein Problem. So, hier können wir auch noch reinmarschieren. 27.000. Das ist, denke ich mal, auch okay. So, wie sieht es eigentlich mit der Integration aus? 10% schon von Neapel integriert. Verläuft also momentan wirklich ganz gut, das Ganze hier. So, wir sind bei 60% in Rethel. Das heißt, wir sollten uns in Rethel auf jeden Fall schon mal aufstellen, auch wenn das bald hier besser werden wird, wenn wir die Kernprovinz hier umgewandelt haben. Oder die Provinz in eine Kernprovinz natürlich umgewandelt haben, so rum ist es richtig. Dann haben wir auch wieder mehr Erfolg, denke ich mal. Vorübergehende geistige Umnachtung des Monarchen. Oh, jetzt kriegen wir hier sogar eine Spezialoption. Juan IV. Hat sich in den letzten Monaten sehr seltsam benommen. Es scheint, er leidet an einem vorübergehenden Anfall geistiger Umnachtung. Aus diesem Grunde steht unser Reich nun mit nur wenig effizienter Führung da. Ja, also klar ist, dass wir zum Glück von guten Beratern umgeben sind, denen wir vertrauen können. Ja, wir bekommen sogar 25 administrative Macht. Das heißt aber auch, für mich jetzt rollenspielerisch, dass diese Eigenschaft die beiden anderen definitiv übertrumpft, wenn es um Entscheidungen geht, weil wir eben selber nicht mehr fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen. Okay. Glücklicherweise sind wir von Menschen umgeben, denen wir vertrauen können. Das heißt aber, jetzt sind wir wirklich auf unsere Berater noch viel stärker angewiesen wie vorab. Das müssen wir hier wirklich bedenken. So, Militärzugang. Ja, akzeptieren, das geben wir denen natürlich, weil es der Kirchenstaat ist. Da gibt es keine zwei Meinungen. Dass wir das jetzt hier so umständlich erobern müssen, das ist wirklich nervig. Immerhin 35%, das geht relativ zügig. Aber ärgerlich ist es allemal. Ach, minus 2, das hält sich wirklich alles sehr in Grenzen. So, wir können dann in die Seemachtsidee investieren. Allerdings gehen wir schon wieder hinterher bei der Militärtechnologie. Das sollten wir nicht tun. Ah, uns fehlen da wieder die wichtigen Punkte. So, Brabante ist jetzt auch wieder zu reformiert konvertiert. Also können wir demnächst wieder abwarten, bis die hier eifrig sind, bis 76. 30 Jahre lang müssen wir jetzt wieder warten, bevor wir Brabante zurück operieren können, quasi. Das nervt wirklich hier oben mit diesen Reformationszentren. Aber wir können gegen den Kaiser nicht agieren, das ist schade. Dänemark ist bankrott gegangen. Minus 3 Stabilität. Dänemark. Hier sind auch total durch dänische Thronanwärter hier in Rückstand geraten. Also der 422 Frederik I. agiert hier überhaupt nicht schlau. Ist hier vom Pech verfolgt sozusagen. Aber das kann uns ja nur gut, das kann uns ja nur gefallen, denn wir sind eben ein Rivalenstaat. Gefällt uns natürlich richtig gut, das Ganze. Sehr schön. 57%, ja komm, jawohl. Ja, Österreichische Eroberung von Brescia ist abgeschlossen. Mailand tritt Brescia und Verona an Österreich ab. Oh ja, das hat sich gelohnt. Wir haben übrigens auch 7 Gefälligkeiten von Österreich erhalten. Das ist auch sehr gut. Hier sehen wir jetzt hier Welsch-Bern und Welsch-Brixen wurden jetzt hier umbenannt von Brescia und Verona. Interessant. So. Das heißt also, Österreich ist noch ein bisschen stärker geworden sogar gegen Mailand.
Okay, so, was haben Sie noch? Mailand muss 10% seiner Einnahmen als Kriegsreparation zahlen, 10 Jahre lang. Mailand entlässt Mantua in die Unabhängigkeit. Das ist dieser Staat hier. Sehr interessant. Mailand wird 308 Dukaten an Österreich und seine Verbündeten zahlen. Spanien bekommt davon immerhin 57. Sehr schön. Ja, Inflation ist uns egal. Der Frieden kostet Österreich 74 Diplomatiepunkte. Grundbeziehungsmalus durch aggressive Blablabla. Ja, wir kriegen 3,7 Prestige, immerhin. Österreich erhält 12, Schweiz erhält 12 Machtprojektionen. Nicht schlecht. Und Mailand verliert 24. Okay, wohlan. Sehr schön. Das gefällt uns natürlich richtig gut. Aber ich würde diese Festung trotzdem jetzt gerade mal nicht erhalten wollen. Das muss nämlich wirklich nicht sein. So, unsere Kolonie in Okelia ist jetzt so langsam schon ausgewachsen. Es geht zumindest in die Richtung und Semanivar ist auch schon fleißig gewachsen mit seiner schönen Zuckerressource. Okay, Kernprovinzumwandlung in Rethel ist auch noch am Laufen. So, Embargo verhängt. Polen-Litauen verweigert dem Osmanischen Reich Zugang. Ja, das will ich wohl hoffen, dass Polen-Litauen hier den richtigen Rivalen behält. Ja, auf jeden Fall. Okay, das sieht doch alles ziemlich gut aus. Neapel wird integriert, da haben wir jetzt, naja, 12,4%. Wir können auch mal wieder auf Stufe 4 wechseln. Und ich sehe, wir sollten auch die Folge so langsam beenden. Bei 36 Minuten hier ist das auf jeden Fall wieder eine sehr lange Folge geworden. Aber ihr seht schon, ja, wir haben Österreich hier zu weiterer Stärke verholfen und wir bleiben auf jeden Fall ein treuer Verbündeter hier Österreichs gegen diese ganzen protestantisch reformierten Bestrebungen. Mal gucken, wie das hier mit Bretagne weitergeht. Ich wünsche mir im Nachhinein, ich hätte die von Frankreich getrennt mit dem Bündnis. Denn dann hätten wir parallel hier schon mal gegen die Bretagne vorgehen können. Gegen diese Reformationsidioten, sage ich jetzt mal aus unserer Sicht. Aber nun gut, das haben wir eben nicht gemacht. Damit müssen wir jetzt leben. Aber wir haben eben eine super hohe Machtprojektion. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Mit unseren extra Punkten, die wir hier bekommen. Und wir sehen ja auch durch die Integration minus 5. Das ist echt viel, aber nun gut. Ach so, umso höher meine diplomatische Reputation ist, umso höher kostet die Integration. Oh, hätte ich das mal bloß nicht gemacht. Hätte ich das gewusst, das hatte ich andersrum verstanden. Ich habe gedacht, das verringert das Ganze. Aber es erhöht es um insgesamt plus 5, ja klar. Das ist ja ärgerlich. Jetzt haben wir nur einen einzigen Diplo-Punkt hier. Das ist für die Technologie hier wirklich nicht gut. Da werden wir also... Tja, da müssten wir das Linienschiff erforschen, aber es geht aktuell gar nicht. Schade. Naja, liebe Leute, das war's erstmal für die heutige Folge und für die Staffel. Das heißt, es geht bald wieder mit Crusader Kings weiter und dann nach sechs Folgen und 6 Tagen dann entsprechend hier mit Europa Universalis 4. Ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß. Hinterlasst gerne mal wieder ein paar Kommentare, Likes und so weiter und so fort. Denn eure Einschätzung zur Lage hier Spaniens würde mich interessieren, wie es für uns so verläuft. Ich finde, wir sind hier sehr erfolgreich unterwegs. Und ja, Juan der Vierte allerdings ist jetzt nicht mehr in der Lage, hier großartig selber was zu stemmen, denn er ist nicht mehr Herr seiner Sinne, so wirklich. Aber dafür springen dann jetzt eben seine guten Berater ein. Das müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen. Ansonsten, ja, mal gucken, wie lange der noch lebt. Es kann gut sein, dass er bald auch stirbt. Und dann werden wir mit Osning weiterspielen, der hier als strenger Militärherrscher und Führer natürlich einen ganz anderen Fokus wählen wird. Also, bis demnächst, liebe Leute. Macht's gut. Ich bin euer Tastenhauer und sage ciao, ciao.